Willkommen auf Endboss TV. Konami hat uns nach Dortmund ins Signal Iduna Park eingeladen. Dort hat nämlich die Pro Evolution Soccer 2018 World Tour ihren Halt in Deutschland gemacht. Wir konnten auf dem Event die PlayStation Pro Version und auch die PC Version anspielen. Das in dem Video gezeigte Material ist ausschließlich von der PlayStation Pro Version. Pro Evolution Soccer 2018 ist mittlerweile seit 3 Jahren Entwicklung, wie Lead Producer Masuda uns dort verraten hat. Zum vorigen Teil hat sich nicht nur die Grafik enorm verbessert, sondern auch die Ball- und Spielerphysik. Die Spieler wirken dadurch sehr realistisch und selbst die Mimik kommt super rüber. Pro Evolution Soccer 2018 wird als Grundgerüst für die nächsten Teile gesehen. Deswegen wurde es von Grund auf neu entwickelt. Wie man hier sieht, kann man jetzt 32 verschiedene personalisierte Einstellungen speichern. Wer also gerne offline mit seinen Kollegen zockt, braucht hier nicht ewig immer alles neu zu erstellen. Wie man hier im Video sehen kann, sind die Zuschauer auf den Tribünen sehr detailliert dargestellt. Dadurch bekommt das Spiel eine super Atmosphäre. Des Weiteren sind die Zuschauer ungeordnet und man bekommt einen Eindruck, als ob dort Tausende von Menschen stehen würden. Obwohl das Spiel noch in Entwicklung ist, durften wir das Gameplay capturen, was ich natürlich für euch gemacht habe. Die Grafik ist einfach grandios, wie man hier im Video sehen kann. Wir wissen, dass Grafik nicht alles ist, aber das Gameplay von Pro Evolution Soccer 2018 konnte mich genauso überzeugen, wie die Grafik mich überzeugt hat. Das Spielgefühl ist langsamer als in dem vorigen Teil, was aber überhaupt kein Nachteil ist, denn dadurch ist es taktischer und wirkt auch viel realistischer. Die Ballphysik ist sehr stimmig, wie man hier im Video sehen kann. Ich habe daran nichts auszusetzen gehabt. Im Zusammenhang mit der Spielerphysik, welche man Schritt für Schritt steuern kann, ist es einfach ein grandioses Fußballerlebnis. Durch die präzise Steuerung macht der Spieler genau das, was man von ihm verlangt. So eine Präzision hat sich bis jetzt in keinem anderen Fußballspiel gehabt. Pro Evolution Soccer 2018 hat mich positiv überrascht. Zu den vorigen Teilen macht es jetzt vieles richtig. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich denke, dass FIFA jetzt mal ins Schwitzen kommen wird. Zwar gab es immer einen Nachteil in Sachen Lizenzen, aber ich denke, das Gameplay ist so überzeugend, dass ein paar Lizenzen nicht mehr wichtig sind. Nichtsdestotrotz, zockt es einfach mal selber an und bildet euch eine Meinung. Das war's jetzt mit dem Video. Bitte gebt einen Daumen nach oben und kommentiert fleißig. Bis dann. Tschüss.